So, herzlich willkommen nochmal zurück zu Scribus, unserem Tutorial. Und mich hat ja Berelli68 gefragt, wie man denn eine Zeitschrift mit Scribus erstellt. Das erkläre ich euch heute. So, als nächstes stellen wir erstmal die Ränder ein. Ihr wisst, der Scribus ist bereits gestartet. Die Ränder kriegt ihr von der Druckerei gemeldet. In der Regel sollten das 4 mm sein. Der Anschnitt 1 mm. So, Einstellung passen. Größe A4, Ausrichtung Hochformat. Breite und Höhe folgt ihr aus dem Format. Gut. Das andere kann man auch alles so lassen. Okay. Dann zeige ich als nächstes mal die Hilfslinien an. Genau gesagt das Raster. Und jetzt können wir anfangen und Elemente platzieren. Platzieren wir hier zunächst mal ein Feld für die Überschrift. Text bearbeiten. Überschrift. Okay. Das mache ich jetzt noch ein Stückchen größer, damit es wirklich Überschriftencharakter hat. Gut. Das Feld etwas kleiner ziehen. Und jetzt kommen hier noch zwei weitere Textspalten hinzu. Einmal die hier und dann noch die andere. Die habe ich jetzt einfach mit Copy und Paste eingefügt. Hier laden wir jetzt mal den Beispieltext, den deutschen Standardbeispieltext. Das war's. Die beiden Textrahmen werden verkettet und dann fügen wir das Übliche ein, nämlich Bilder. So, Bild laden, wählen wir GLaDOS aus, Rechtsklick, Bild an Rahmen anpassen. Jawohl. Zieh den Rahmen etwas kleiner. Stelle unter F2 Eigenschaften die Konturlinie ein, Rahmenumriss benutzen und dann fließt der Text am Bild vorbei. Es wird etwas deutlicher, wenn ich den Text markiere und auf Blocksatz umstelle. Ich füge nun ein weiteres Bild ein. Lade es, wähle natürlich auch etwas von Portal, und zwar die Lemons. Sehr schön. Wieder Bild an Rahmen anpassen, Bild etwas größer ziehen, Eigenschaften vorm Rahmenumriss benutzen, und auch hier wandert der Text um das Bild. Man sagt auch, der Text umfließt das Bild. Gut. Ich ziehe den Textrahmen noch schnell etwas kleiner. So. Und überprüfen, ob die Aufnahme funktioniert hat. Zwischendurch natürlich auch mal speichern. Datei überschreiben. Okay. Wir können jetzt bearbeiten, Musterseiten bearbeiten. Hier erstellen wir jetzt eine Musterseite für links und eine Musterseite für rechts. Links, das ist logischerweise immer auch dort, wo die Seitenzahl links ist. Deswegen, wir hier ein Textfeld einfügen, Zeichen, Seitenzahl. Und die platzieren wir jetzt da, wo es uns gefällt. Rechts machen wir genau das gleiche. Auch hier ziehen wir einen Textrahmen auf, einfügen, ja, Text bearbeiten natürlich, einfügen, Zeichen, Seitenzahl. So, wir schließen die Musterseiten. Jetzt können wir hier Seite, Musterseite anwenden und weil es unsere erste Seite ist, wählen wir rechts. Und alle geraden Seiten sind rechts. Wir haben jetzt hier keine geraden Seiten, deswegen wähle ich hier mal auf aktuelle Seite rechts anwenden. So. Hier erscheint nun automatisch die Seitenzahl und wenn ich eine Seite einfüge, sagen wir mal mehrere, 5 Stück, so, Extras, Seite, Musterseite anwenden, die rechten Seiten auf alle ungeraden Seiten zahlen und Musterseite anwenden, die linken Seiten auf alle geraden, so stimmt's ja. Sehen wir hier Seite 1, Seite 2, Seite 3,
und so weiter. Ist also automatisch richtig durchnummeriert. Zum Exportieren über PDF geht man genauso vor, wie wir schon aus dem Tutorial kennen. Was aber noch bei einem Zeitschrift oder einem Buch dazukommt, ist neue Seite erstellen. Diesmal erstellen wir ein Querformat, und zwar im Format DIN A3. Die Seitenränder lassen wir wieder bei 4 mm, den Anschnitt bei 1 mm. Okay. So, Ansicht. Raster wieder anzeigen. Hier müssten wir uns eigentlich die Mitte nehmen. Ich schätze es jetzt einfach mal ab, aber im Prinzip sind die Seiten angegeben und die Breite des Buchrückens. So. Wir ziehen hier ein Textfeld auf. Das beschreiben wir Buchtitel. Dieses Textfeld drehen wir nun um 90 Grad. So, zack. Jetzt haben wir hier den Buchtitel auf unserem Buchrücken. Hier kommt zum Beispiel das Titelbild rein. Hier ein kurzer Beschreibungstext. Wir laden wieder einen Beispieltext. Und hier ein großes Titelbild. So. Titelbild. Bild laden. Der Logikkern. Na, es ist jetzt ein Querformatbild. Aber es geht ja hier nur ums Prinzip. Was auch noch wichtig ist, Blitze vermeiden. Das sind weiße Stellen auf dem Papier. Das macht man, indem man hier einfach einen großen Rahmen aufzieht. Diesen Rahmen mit einer bestimmten Farbe, zum Beispiel schwarz. Und jetzt natürlich auch Rechtsklick, Anordnung in Hintergrund setzen. So. Der Text, den wir hier haben, schreiben wir deswegen auch in weiß. Speichern. So, das ist unser Buchrücken. Und auch den exportieren wir wie gefordert. Und die beiden Dateien werden einfach in die Druckerei gesendet. So, ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat und dass Bareilly 68, dass es dir auch geholfen hat. Wenn noch Fragen sind, könnt ihr mich gerne fragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!